vielleicht reicht der mich langsam. Also wie soll der Schlüssel auf die Autobahn fährt? Mit einem Renault Gas zu geben, weil ich nämlich nicht runterbremse. Ich habe 90 drauf. Na, muss ich mich auch noch mal vorankommen. Ich habe keine Zeit dafür. Jetzt müssen wir nämlich noch durch Dortmund durch. Das kann noch ein bisschen dauern. Und dann hoffen wir mal, dass ein Parkplatz frei ist, weil es schon 16.05 Uhr. Gucken wir mal, was das heute noch wird. Darum. Wenn man ja Auto fahren kann, sollten wir es vielleicht auch bleiben lassen. Wenn wir sind dann auf die Autobahn drauf, sollten wir vielleicht Landstraße fahren. Aber mich lasse ich nicht ausbremsen. Kommen wir gar nicht in die Tüte. Achte mich, dann achte ich dich. Ich kann dir nämlich mehr Schaden zufügen als umgedreht. Weil eine Tonne gegen 40 Tonnen, das halte ich für ein Gerücht, dass du mir die Vorderachse rausreißt mit deinem 1-Tonnen-Auto. Das möchte ich sehen. Das möchte ich gern mal sehen. Wie das so ein kleiner BMW zum Beispiel oder der Audi schaffen möchte, meinem LKW Schaden zuzufügen. Seitlich. Das würde ich gerne mal sehen. Abdrängen. Na. Wenn ich ihn abdränge, habe ich mehr Schaden verursacht als er bei mir. Fahren wir die Karre dann, danach nicht mehr. Durchgangsverkehr, das ist lustig. Durchgangsverkehr, der wird zwar gut. Ja. Da hört die Autobahn auf, da vorne geht die Autobahn weiter. Durchgangsverkehr, der wird zwar gut. Ja. Da sind schon beide LKWs drüber gefahren. Das sieht man. Da ist nämlich der Beton und der Teer gebrochen. Das machen LKWs. Das macht kein BKW. Das machen LKWs. Weil die Spur an der Stelle ziemlich eng wird, da kann es mal sein, dass sie da oben drauf fahren. Auf dem Bordstein. Dann bricht es. Ja, wenn ich mit 40 Tonnen da drauf. Das macht man kurz knirsch, dann bricht das Ding. Geht ganz schnell. Kölner. Ziemlich hell das Bild, ne? Ich weiß aber auch nicht, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise gleicht das sich selber aus. Auch das noch. Ja. Das ist so eine Scheiße hier.
damals genau nicht. Eigentlich nicht. Aber es ist dunkel draußen. Hallo? So hell ist es gar nicht. Die Kamera ist in der Dunkelheit nicht schlecht. Heller wird die andere Kamera auf jeden Fall. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Bei dem anderen hat es ja gereicht, wenn man mal ein bisschen dreht, aber bei der hier bringt das gar nichts. Überhaupt nichts, gar nichts. Scheiß Software da. Moment.